Swiss Ultra, einmal mehr zu Buch St. Gallen. 5, 4, 3, 2, 1, go! Go! Das heisst, am Morgen um 7 Uhr ins Wasser, 3,8 km schwimmen, nachher 180 km aufs Rad und nachher ein Marathon 42 km auf die Beine. Und das jeden Tag 10-mal hintereinander, 5-mal hintereinander, es gibt ganz verschiedene Wettkämpfe. Und natürlich braucht es auch viel Personal. Das denkst du mal so beim Schreiben? Ich will nicht da müssen die Länge machen. Schreiben ist viel einfacher. Genau. Und ich staune, was die da. Ich tue einfach bewundern, was die Athleten da machen. Wie viele Mal sind sie dran? Die sind jetzt das vierte Mal dran am Schwimmen heute. Wahnsinn, jeden Tag, gell? Jeden Tag, ganz genau. Und die fangen um 7 an und die ersten sind so um 6 fertig und die letzten etwa zur Nacht um 11, 12. Genau, das ist schon erstaunlich. Ja. Finde ich eine Wahnsinnsleistung. Allerdings eine wahnsinnige Leistung. Bis zum 29. August sind sie dort zu Buchs noch dran bei den verschiedenen Wettkämpfen. Dicke Continuous, 14,4 Tage Zeit, eben, um das 10-mal zu machen. Dann dicke One per Day, also 10-mal, jeden Tag einen. Und dann eben am 24. August hat jetzt der Fünfer angefangen. Da dann eben auch zwei aus der Region von unserem Rheinwelten-TV von Buchs und Frümsen, Tilde und Robert, auf das kommen wir noch. Und dann braucht es natürlich auch viel Betreuung. Wow. Holst du noch lang ein weisses Jäckchen fürs Velofahren? Jetzt! Vielleicht haben sie es verstanden. Er hat seiner Frau oder seiner Betreuerin gesagt, sie sollen noch ein Jäckchen holen fürs Velofahren. Jetzt das Pressieren nicht, er ist ja noch am Schwimmen, das geht etwa eine Stunde. Verschiedene Sprachen, es ist wirklich international. Der Swiss Ultra hier zu Buchs, eine riesige Leistung, die die Athletinnen und Athleten hier vollbringen. Ich muss alles dokumentieren, damit alles stimmt, damit die alle ihre 3,8 Kilometer geschwommen haben. Und damit einfach alle nach Reglement was machen und für das soll ich es dokumentieren. Genau, da jede Kilometerzeit schreibe ich auf, damit man eine Ahnung hat, dass es könnte stimmen. Genau. So, Robert, wie geht's? Gut, dir? Und am ersten Tag jetzt? Ja, genau. Und jetzt 5-mal hintereinander? Ich hoffe es, ja. Wie bist du in Form? Gut, top. Hast du all deine Sachen im Einsatz? Weißt du, misstest du ja einmal Puls und ja, alles. Ja, Puls habe ich jetzt keinen im Einsatz. Nicht. Aber sonst habe ich alles im Einsatz, wie immer. Wenn steigst du aufs Relais um, was denkst du so, was brauchst du für die 3,6 Kilometer? Schon 5 Minuten und ja, so um 7:45 auf dem Velo. Hoffen wir, das Wetter bleibe, he? Ja, mal sicher bis zum Samstag. Okay, dann viel Erfolg. Ja, danke vielmals. 5 Minuten! Ein Satz zu deinem Fitnesszustand kurz vor dem Start. Ich habe gut trainiert, bin parat, es tut nie weh, es kann losgehen. Wie gross ist die Vorfreude, dass es losgeht? Mega! Ist Zeit, ist echt Zeit. Sehr schön, merci. Und jetzt darfst du spürteln. Nur noch ja, fotografiert. Fast. Warum tut man sich das an? Warum nicht? Ja, das ist eine gute Frage, gell? Ja, also wir haben ein schönes Becken mit sauber Wasser. Wir haben einen super Tag heute, es regnet nicht. Kommt gut, mega stimmig unter den anderen, unter allen Erfahrenen vor allem. Die einem Mut zusprechen und ja, die Ultra-Family habe ich gehört sagen und ich werde das jetzt erleben, ich freue mich mega drauf. Ja. Der soziale Aspekt ist dir auch noch wichtig, wichtiger als Zeit, oder? Ja. Das Erlebnis. Du trainierst jeden Tag? Nein, ich muss auch mal Pausentag machen, also jeden Tag wäre glaube ich zu viel. Dann viel Erfolg, wenn du steigst du aufs Velo. 7 Uhr gehen wir ins Wasser, etwa 1,5 Stunden schwimmen, dann gut in die Wechselzone, 8:45 vielleicht so. Ja. Und dann etwa 2 auf die Beine? 8:45, 9. Ja, du willst testen, ich sehe schon, also du geniesst auch das Erlebnis, gell? Ich kann nicht so weit rechnen, ich nehme jetzt eins nach dem anderen. Und das Velo ist noch zu weit weg. Das ist doch eine sportliche Einstellung. Eine riesige Beachtung auf jeden Fall haben die Athletinnen und Athleten. Und dann steigt sie ins Wasser gemütlich, muss man sagen, bedacht, so wie sie es gesagt hat. Also sind keine leeren Worte. Sie will das wirklich auch irgendwie geniessen, das Erlebnis. Und dann gibt es schon den ersten Kontakt. Hey, danke vielmals. Merci, ebenso. Druck den Daumen, es geht los. 4, 3, 2.
Und los geht's auf 35 Tage hintereinander, 6 nochmal. 5 Tage, immer am Morgen um 7 Uhr 3,8 km schwimmen, dann 180 km aufs Rad und nachher 42 km auf die Beine. Natürlich auch bis am Abend. Irgendwann muss man dann einmal fertig sein. Bei swissultra.ch ist alles eingeblendet. Können anschauen, was sich da alles abspielt. Da gibt es auch Blöcke. Nutzt das, es ist wirklich vielleicht interessant zu schauen, was die Athletinnen und Athleten hier leisten. Und man kann auch wirklich zuschauen kommen und all die bewundern, die hier betreuen.